Rio. Während der letzten Jahre sind viele Leute in dieser Provinz verschwunden. Politiker, Sympathisanten der Rebellen. Jeder, der dem Kartell das Leben schwer macht. Jeder, der nicht zum Kartell gehört. Wir reden hier über Hunderte von Menschen, die spurlos verschwunden sind. Santa Blanca steckt eindeutig dahinter, aber es wurden nie Leichen gefunden. Finden Sie heraus, was mit ihnen geschehen ist. Die Familien brauchen einen Anhaltspunkt. Und dann machen sie dem Scheiß ein Ende. Verstanden. Na super. Ach, diesmal gibt's noch kein Video, weil man noch nicht weiß, wer der Butchon hier ist. Aber na gut. Wir haben jetzt schon mehrere Gebiete durchquert, um den verdammten Assistent von Cassita zu finden. Also wirklich. Wo steckt der Kerl? In der Nähe ist auch noch ein Rebellensender. Ach, wie schön. Genug des Autoradios, ich brauche was Neues. Jo, zwei Kartellschützen. Schauen wir uns doch mal genauer um hier. Verstanden. Suche bessere Schusslinie. Alles klar, geh in Position. Roger, Ziel erfasst. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Shit, ich muss die Position wechseln. Bereit. Alright. Ein Befehl. Ein Tango weniger. Na toll. Holt, du wurdest schon wieder mal ertappt. Ich sehe Casitas Helfer. Ihr Leutnant, verpisst sich. Die sind an uns dran. Ganz ruhig. Gefunden. Ich wiederhole, der Helfer ist tot. Es wird nicht lange dauern, bis Cassita die Sache selbst in die Hand nimmt. Nomad, die ISA hat einen Anruf abgefangen. Cassita ist zurück in Aquaverde. Gute Arbeit. Er schmeißt jetzt jeden Abend eine Party. Er versucht, die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie sollten die Party crashen und sich die Gästeliste holen. Zweiter ist das. Das hatte ich vor. Nomad Ende. Cassita geht aufs Ganze und schmeißt eine Riesenparty für seine besten Kunden, die sie in Aguaverde verschreckt haben. Sprengen Sie die Party und schnappen Sie sich Cassita. Seine Tage sind... Alright. Das machen wir doch liebend gerne. Und es ist immer noch Nacht, schön. Aber erstmal natürlich, wenn ich Muni mitnehmen könnte, würde ich es jetzt machen. Dann auf. Bin drin, los. Ich darf hoffen, dass ihr alle drin seid. Allein will ich das gar nicht hinkriegen. Eins muss man Cassita lassen. Der Kerl weiß nicht, wann er aufhören muss. Wie meinst du das? Wir haben das Ressort auf den Kopf gestellt, alles getan, um es platt zu machen und Salz auf die verdammte Asche zu streuen. Jeder andere hätte den Hinweis verstanden. Aber Cassita? Der Wichser schmeißt eine Party. Er setzt alles auf eine Karte. Wenn er seine VIP-Gäste nicht beruhigt, dann verlassen sie Aguaverde ein für alle Mal. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Und für seine Gesundheit. Wenn er das nicht deichselt, muss er sich vor El Sueño verantworten. Wir haben Cassitas Party gefunden. Wie zum Teufel sollen wir Cassita denn hier drin finden? Bleibt unsichtbar. Durchsucht die Menge, bis ihr Cassita seht. Dann greifen wir zu, klar? Verstanden, Boss. Sekunde, geh in Position. Habt schon, das schafft ihr. Sehr eingeschätzt, Tom. Ziel erfasst. Mit dem sind's fünf. So, ihr wollt mir jetzt also echt weiß machen, dass ihr die zwei hier vorne nicht sehen könnt. Ihr seid ja tolle Leute. Der Tango ist
System. J. Oh, oh. Komm schon. Müsst ihr finden. Geh auf neue Position. Wieder mal. Was soll das? Jungs. Ah, deswegen wahrscheinlich, ihr badet lieber, anstatt zu helfen. Tango getötet. Hey, wir haben einen Narco mit MP draußen bei der Hacienda. Gerade so geschafft. Na, wenn ihr mal richtig schießen würdet, Jungs, dann hätte ich nicht das machen müssen. Herrgott, nochmal. Aber wenigstens hat da keiner Alarm geschlagen. Wir haben ein Sicario mit MP beim Helipad. Da. Okay, die Party haben wir eindeutig zerstört. Scheiße, ich sehe nicht mehr. Wo ist der hin? Ah, da. Komm her. Ab in die Büsche mit dir. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Nee, wieso nicht? Ja, Tritt in die Eier hilft immer. Okay, es ist alles gut. Ich sehe uns von Casita. Denk dran, wir brauchen Casita lebend, damit er uns sagen kann, was er weiß. Hände, Hände, Hände! Nicht bewegen! Relax, eh? Ich rühre mich ja gar nicht. Ja, ja. Oh, Sir, das ist scheiße! Ich will meinen Anwalt sprechen. Anwalt? Willkommen in meiner Welt. Du brauchst deinen Anwalt nur noch für dein Testament. Hey, warte mal! Verhandeln wir! Wie viel Geld willst du? 500.000? Kann ich machen. Ist leicht für mich. Kennst du meinen Vater? Geld interessiert mich ein Scheiß, Casita. Ich arbeite für die USA. Wir geben allein für Desinfektionsmittel Milliarden aus. Milliarden, du Arschloch! Was wollt ihr dann von mir? Ich will eine Liste von allen, die dein Scheißresort besucht haben. Keine Ahnung, Mann. Der Lujuro. Ah, okay, gut. Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Geht doch. Okay, jemand wurde entdeckt. War wieder Holt. War ja klar. Naja, wir hauen jetzt einfach mal ab. Der Krieger
kommen Sie? Was ist der Plan? Weg hier! Das ist der Plan. Es gibt einen Server. Bowman, wir sind in Agua Verde fertig. Die VIPs kommen nicht wieder und wir haben Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir es zu Ende. Bowman, Ende. Ja, aber Geld interessiert sich nicht. Ich arbeite für die USA, also da musste ich wirklich schmunzeln, denn, mal ehrlich, die USA ist doch die Hochburg des Kapitalismus, also. Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit alle Verbindungen. Ich will nicht Casita sein, wenn El Sueño dahinter kommt. Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca ihn nicht finden kann. Wie den Mars oder den Grund des Marianengrabens. Leute wie Casita überleben immer. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er irgendwo auf und leitet ein Ressort an der Riviera oder so. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Casita. Ja, so ist das leider. Solche Taugenichtse wie Casita kriegen das Glück in den Arsch geblasen. Ja, natürlich denkt man sich jetzt, warum habe ich nicht schon längst meine Drohne hervorgeholt? Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, die ist ein Störsender. Das werde ich euch ja mal zeigen, sobald ich da oben bin. Da, gestört. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Also müssen wir auf Fernglas umschalten. Ich habe hier ein paar Lichtpaneele. Da ist ja auch der Störsender. Da ist ein Sicario. Da, neben dem Mars. Schön, dass du den entdeckt hast. Brauche neue Position. Erfolg freigeschaltet. Adlerauge. Schön. Ziel markiert. Okay, die scheinen doch alle zu pennen, oder was? Na gut. Hab ihn, er ist tot. Ach, wollte doch nicht die Drohne rausholen. Die Drohne ist hin, die haben einen Jammer. Na, dann werden wir den Jammer mal ausschalten. Und beten wir, dass wir es leise schaffen, ohne entdeckt zu werden. So, ein ganzes Städtchen. Oh fuck, da wird schon einer wach. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Sag mir wo. Neben dem Drohnenstörgerät. Toll, den habe ich auch gerade gesehen, Junge. Danke. Ich gehe in Position. Obwohl, da ist auch der Strom. Roger, Ziel markiert. Der Tango ist hin. Toll, jetzt werden die alle wach. Klar. Super. Ich sitze hier in der Falle. Weil jetzt alle wach werden. Hey, ein Kartellleutnant. Am Eingang zum Lager. Verstanden. Ich sehe ein unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ziele fast. Bin bereit. Ja.
Angreifer an. Ja, jetzt müssen wir auch angreifen. Feuer. Fuck. Roger. Schnell Strom aus. So. Strom ist aus. Sehr gut. Oh nein. Jemand ist bei den Mörsern. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Ja, und deshalb sollten wir abhauen. Hab ihn. Ach ja, hier irgendwo war das. Scharfschütze. Scheißdreck. Passt gut zu meinen Stiefeln. Verlust.